Video über Google SketchUp und Adobe Photoshop. Heute zeige ich, wie ich mein 3D-Modell aus Google Earth in Adobe Photoshop verwenden kann. Und ich sehe jetzt hier zum Beispiel diesen Stuhl, den ich in Google Earth gemacht habe und kann natürlich auch alle Vorteile nutzen, die Adobe Photoshop mir bietet. Zum Beispiel, dass ich direkt auf 3D-Objekten male, was normalerweise ja nicht so einfach geht. Genau. So, ich sehe jetzt hier mein 3D-Modell und das habe ich bereits hier in Adobe Photoshop, in Google SketchUp geöffnet. Voraussetzung ist natürlich, dass ich in Google SketchUp dieses 3D-Modell erstellt habe. Und jetzt möchte ich das Ganze in Adobe Photoshop bringen. Dazu klicke ich zunächst auf Datei, Exportieren, 3D-Modell. Und jetzt zeigt mir Google SketchUp an, wo ich mir das speichern kann. Ich speichere jetzt das zum Beispiel auf dem Desktop. Und dann habe ich hier zwei Möglichkeiten. Entweder speichere ich das als sogenannte Collada-Datei oder Google Earth-Datei. Man kann eigentlich beide wählen, Adobe Photoshop, CS4 und CS5. Ganz wichtig, nur in der Extended-Version unterstützen so gut wie beide. Ich drücke jetzt nur auf Exportieren und jetzt habe ich mein 3D-Objekt exportiert. So, jetzt öffne ich Adobe Photoshop. Ich lösche jetzt mal diese Ebene nochmal. Und wenn ich jetzt nochmal auf Öffnen gehe, finde ich zum Beispiel hier meine Collada-Datei und ich öffne die jetzt einfach mal. Nach einem kurzen Importvorgang, je nach Rechengeschwindigkeit, sehe ich jetzt hier meinen Stuhl und zwar in Adobe Photoshop. Über die 3D-Werkzeuge kann ich jetzt nun das Objekt drehen und ansehen etc. und kann meinen Stuhl betrachten und kann jetzt auf ihn auch direkt malen. Ich kann auch jetzt natürlich selbstredend auch andere Sachen anwenden in diesem 3D und kann zum Beispiel Schein nach außen machen. Das funktioniert auch wunderbar. Das können zum Beispiel andere Programme nicht und kann dies alles benutzen. Ich mache jetzt zum Beispiel jetzt hier noch einen Rotton, nehme meinen Pinsel und sehe wunderbar, mein 3D-Stuhl sieht super toll aus. Dann kann ich das noch drehen und das Ganze habe ich mit Google SketchUp, nicht mit Adobe Photoshop erstellt. Ich kann auch 3D-Objekte in Adobe Photoshop machen. Und zum Abschluss mache ich jetzt einfach noch schnell Text und schreibe 3D hin. 3D, das ist natürlich etwas klein. Und habe das dann eigentlich so gut. Und habe jetzt hier ein wunderbares 3D-Modell. Und das kann ich jetzt auch in Adobe Photoshop bewegen. Also ganz einfach mit Google SketchUp seine Objekte erstellen, wenn es in Photoshop konsolidiert ist. Einfach dann auf Datei, Exportieren, 3D-Modell, Collada-Datei wählen. Auch Google Earth-Dateien können verwendet werden. Das bringt aber oft nur Probleme mit sich. Habe mein Objekt hier jetzt als 3D vorhanden und füge es in mein Projekt ein. Jetzt kann ich das Ganze natürlich abspeichern in den Formaten PSD, PNG und habe wunderbar meine 3D-Modelle. Dann wünsche ich viel Spaß mit Google SketchUp, Adobe Photoshop und den 3D-Modellen und freue mich aufs nächste Video. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr einfach mal hier einen Kommentar mit eurem Feedback hinterlasst, uns abonniert und ihr könnt euch ja auch unsere anderen Videos anschauen. Viel Spaß!